Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ihr seht schon, that's my Christmas face. Da fehlt nur noch sowas wie... Santa ist der Boss und in einem Schloss. Nee, das lassen wir lieber. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich ein paar neue Informationen für euch. Also ich möchte euch einfach mal auf den neuesten Stand des Kanals bringen. Denn wie vielleicht viele von euch schon gemerkt haben, wir haben die 500 Abonnenten erreicht. Und das ist einfach so awesome. Vielen Dank! Aber es gibt auf jeden Fall Redebedarf, denn ich muss ein paar Sachen ändern. Als allererstes mal der Upload. Früher gab es ja jetzt fast jeden Tag ein Video, also 7 Tage in der Woche habe ich eigentlich versucht, Content zu bringen, um diese 500 Abonnenten zu erreichen. Jetzt habe ich das bis Dezember geschafft, genauso wie ich es mir vorgestellt hatte. Und vielen, vielen Dank an euch, dass ihr hier folgt und zuschaut und immer fleißig kommentiert. Zeit für Party! Yeah! Aus den Gläsern trinken. Nein! Yay! Aber jetzt ist es so, dass ich auch schon von mehreren gehört habe, okay, die Videos sind wie hingeklatscht, was ich auch nachvollziehen kann, was auch so war, weil versucht man neben der Arbeit, ich meine, ich habe schon mal Real Talk, meine Arbeit reduziert, um mehr YouTube machen zu können, weil das ist einfach meine Passion. Und deswegen habe ich jetzt auch diese 7 Videos die Woche gemacht, um mal zu gucken, schafft man damit die 500 Abonnenten, schaffen wir das ganz schnell? Und ja, wir haben es geschafft. Jetzt muss ich natürlich die Qualität wieder etwas hochschrauben, weil ich glaube, auf Dauer macht es ja auch euch keinen Spaß, nur hingerotzte Sachen anzuschauen. Auch wenn da Leidenschaft dabei war, aber man kann einfach nicht ein Video so gut machen, wie man es innerhalb von 2, 3 Tagen oder einer Woche machen könnte. Auch dieses Video beinhaltet einfach schon mal viel mehr Schnitt als ein normales Video. Die anderen habe ich fast ohne Cuts gemacht. Einfach wirklich schnell zack, 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 zack. Und deswegen ist da schon ein Unterschied da. Und deswegen brauchen diese Videos auch natürlich deutlich mehr Zeit. Dann schaffst du auch wieder nicht die Quantität. Das ist jetzt die eine Umstellung des Kanals. Denn es folgen ab jetzt immer feste Upload-Tage. Und zwar 3 Stück in der Woche. Diese wären Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Macht euch bereit. Und was ich auch jetzt öfters gehört habe, es könnte sein, dass bei einigen von euch die Glocke hinter den Abonnier-Button, ich blende es mal hier kurz ein, nicht gedrückt ist, bitte schaut mal nach, ob das bei euch da ist, wenn ihr immer die neuesten Videos sehen wollt. Die Playlisten des Kanals habe ich komplett umgeändert und zwar in 2 Kategorien, damit man sich leichter zurechtfindet. Einmal J-Stuff, also Japan-Sachen, die sich rund um Japan, das können Challenges mit Japan sein, das kann Unboxing sein von Wish, was wir ja sehr oft haben, oder ein Anime-Talk, die haben einen roten Banner, ich blende mal eins ein. Und diese könnt ihr dann verfolgen, wenn euch der J-Stuff interessiert. Was natürlich hoffentlich der Fall ist, sonst braucht ihr den Kanal eigentlich nicht abonnieren. Die 2. Kategorie und 2. Playlist, die ich angelegt habe, sind Vlogs. Die sind mit einem gelben Banner unterlegt. Ist eigentlich ein Banner oben oder unten? Oder ihr wisst schon, was ich meine, oder? Den zeige ich euch jetzt. Die sind unten links und da, die stehen für Vlogs. Denn ich bin ja sehr oft im Namen von YouTube unterwegs. Ob auf Conventions, ob auf YouTuber Creator Days, ob auf Tubers Club Treffen, ob in anderen Ländern, die ich in letzter Zeit sehr oft bereise, weil ich ein bisschen mehr Zeit habe. YouTube Money! Also wie gesagt, 3 Tage die Woche ein Video von mir, denkt an die Glocke und jetzt die Frage der Fragen. Da brauche ich eure Hilfe, denn ich wollte ja auch immer mal livestreamen mit Gaming ein bisschen. Das wollte ich auf Twitch verlagern. Jetzt habe ich natürlich die Problematik, ich habe sehr viele YouTube-User hier, die einfach keinen Twitch haben oder auch keinen Bock auf Twitch haben oder keinen Speicherplatz haben oder sonstiges. Und jetzt würde ich halt gerne euch auch dabei haben, wenn ich zocke. Jetzt ist das Problem. Streame ich auf YouTube, was immer angenehmer ist, weil viele Leute da sind, im Vergleich zu Twitch, wo keine Sau da ist. Vorteil, wenn ich es auf Twitch mache. Vorteil auf Twitch, ich nerve nicht die Leute, die wahrscheinlich zugespammt werden. Wenn ich 3-mal die Woche streame, bekommen die immer eine Nachricht, dass ich jetzt online bin, dass ich jetzt live bin, plus die normalen Videos und dann gehen dann wiederum die Videos verloren. Und das ist ein bisschen die Problematik, weil wir sind ja auf YouTube, was eigentlich mehr Videoformat ist. Ich aber auf Twitch, ist einfach kein Schwein da. Das ist auch scheiße und ich erreiche nicht die Leute aus YouTube. Sollte ich es trennen? Ja, nein, bitte helft mir, schreibt es in die Kommentare, wie empfindet ihr das? Wie sollten wir das machen? Wie denkt ihr, ist es für die breite Masse denn sinnvoller? Die nächste Sache, die ich besprechen wollte, ist eine Sache, die mir wirklich auf den Herzen brennt, denn es tut mir immer im Herzen weh, wenn ich daran denke, denn ich war ja, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, in Frankfurt und habe einen kleinen Stand aufgebaut, wo ich ein paar Fragen an diverse Cosplayer und Gäste gestellt habe. Diese wollte ich natürlich auch promoten, indem dass ich ihre Kanäle verlinke oder Instagram oder E-Mail oder sonstiges. Wir hatten voll die coolen Gespräche und es war sau cool. Hier sind auch ein paar Aufnahmen davon. Jetzt habe ich aber eine Problematik, denn die Videos sind teilweise voll crappy vom Ton her. Das bedeutet, das Diktiergerät, das ich mir extra besorgt hatte, hat natürlich versagt. Jetzt habe ich hier
mittlerweile ein separates Mikrofon, das ich immer dabei habe, was deutlich besser geht als dieses Diktiergerät. Die Problematik ist, dass jetzt 57% der Videos keinen Ton haben und ich finde es einfach unfair, die Leute, die sich auch total angestrengt haben und da sind, nicht zu zeigen, während ich die anderen schon zeige und das ist einfach scheiße und der Videocontent reicht auch nicht für die einen nur aus und deswegen tut es mir total leid und ja, und das ist halt einfach scheiße. Das ist scheiße. Und was mir einige vielleicht ein bisschen übel genommen haben, war, dass ich Cora zum Beispiel gezeigt habe mit Messerhunter, während die anderen eben nicht gezeigt wurden und da war aber die Problematik, dass ich zuerst das Video mit ihr geschnitten habe und dann erst bemerkt habe, scheiße, ja, das schon bei den anderen ist kacke. Und es waren echt tolle Leute dabei. Ich kann nur sagen, Gomena sei und ich hoffe, wir sehen uns auf der nächsten Messe wieder und dann wiederholen wir das nochmal und tut mir echt sorry. Und wenn ihr dabei wart, schreibt drunter, vielleicht kann ich dann im nächsten Video nochmal euch verlinken oder ihr euch selber. Irgendwas ist im Hintergrund umgefallen. Du warst es! Du warst es! Aber vielen Dank, dass ihr mir schon mal zuhört. Das ist jetzt zumindest mal raus und vom Herzen weg, weil ich habe zumindest mal was dazu gesagt, weil es wurmt mich dann doch schon immer, weil ich eigentlich schon gern jeden recht machen will. Sorry. Und noch ein Thema, was auf der Strecke geblieben ist, und zwar waren das Gewinnspiele. Bei mir waren keine Gewinnspiele direkt, sondern so indirekt eher. Das bedeutet, dass ich das am Ende des Videos gesagt habe, als wir von der Messe wieder kamen, von der Frankfurter Buchmesse, und haben dieses Fairytale-Unboxing-Zeug und so weiter verlost. Also das habe ich nicht direkt als Gewinnspiel ausgeschrieben, sondern nur am Ende gesagt, schreibt mal drunter. Beim Final Fantasy hat eigentlich keiner drunter geschrieben, weil es halt wahrscheinlich einfach Grab war, was keiner wollte. Und bei Fairytale hat natürlich die Nanikomo Anime gewonnen. Und die bekommen natürlich dann die Sachen von mir zugeschickt. Schreib mir bitte eine PN in YouTube, damit ich deine Adresse dann nochmal sehen kann und ihr das zuschicken kann. Ja, und das war's soweit von dem Video jetzt. Und ab nächste Woche geht's dann eigentlich los mit Vlogs und Japan-Stuff. Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Ihr wisst Bescheid. Sagt mir das mit dem Streamen. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen Monster Hunter streamen heute wahrscheinlich, weil ich es halt wollte. Und dann gucken wir halt mal, was ihr sagt und wie wir das Ganze fortführen. Ansonsten wäre ich euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr nochmal überprüft, diese Glocke zu drücken. Und ihr kriegt alle Liebe der Welt, wenn ihr mein Video teilt. Also die Videos in Zukunft und das jetzt und liked und kommentiert. Ihr kennt das Spiel. Wenn ihr mir da irgendwie helfen könntet, das wäre natürlich mega spitze. So, und das ist jetzt die Endcut. Also ich finde den Hintergrund einfach geil. Ich finde, das hat was. Ich finde echt, ich habe ja ein bisschen Angst, weil pass mal auf, ich muss euch das mal zeigen. Erstens, Sanji. Das war nicht das Problem, warum ich alles abgebaut habe. Sanji, sein Fuß ist einfach abgebrochen, weil er runtergefallen ist. Weil ich das einfach so scheiße gebaut habe. Und Megumi. Schaut euch mal Megumi an. Ihr Stab fehlt einfach. Der ist jetzt gerade beim Runtertragen kaputt gegangen. Ich brauche Sekundenkleber. Sie tut mir so leid. Und ach ja, weil ich... Aber was man nicht vergessen darf, vergesst bitte nicht, mich mal auf Instagram zu abonnieren, zu followen. Hat es euch gefallen? Gefällt euch der Hintergrund? Ich finde schon, oder? Yeah. Abonniert diesen Kanal, sonst geht's aufs Maul!